Ja, was los? Willkommen zu einer neuen Folge von Hotline Miami 2 Wrong Number. Mit mir, dem Miep. Ja? Wie könnte es anders sein? Ja? Wir sind heute beim dritten Akt, soweit ich weiß. Also, ab heute sind wir im dritten Akt, im Klimax. Genau, Ambush. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an und schauen uns an, worum es geht. Es gibt ein Intro? No. Wollen wir nicht. Okay, los geht's. Okay. Die Musik ist schon mal sehr interessant. Keine Ahnung, vielleicht ist das die Hitze, aber ich fühle mich ein wenig betrunken. Okay. Ich auch. Ich überlege, ob ich nicht zurück ins Camp gehe. Ich gebe mir noch ein oder zwei Runden. Geht ihr nur zurück, wir treffen uns dann später. Sag mir nicht, was ich zu tun habe, okay? Ich werde zeigen, wie man trinkt, hörst du? Es ist kein guter Abend. Schätze, wir sehen euch dann im Camp. Vergesst nicht, dass wir heute Nacht einen Job zu erledigen haben, Freunde. Oh lol. Sind wir jetzt hier im Dschungel oder wie? Oh lol, der verfolgt mich, okay. Entschuldigung Leute, habt ihr mal eine Sekunde? Ich würde gerne ein Foto von euch machen, wenn ihr nichts dagegen habt. Klar doch. Kannst du mir einen Abzug schicken, wenn ich dir meine Adresse gebe? Nicht nötig, ist eine Polaroid. Könntet ihr euch vielleicht für einen Moment raus in die Sonne stellen? Okay. Na dann, viel Glück Leute, danke für das Foto. Kein Problem, Mann. Dir auch viel Glück. Soll ich das Auto da jetzt nehmen? Nee, hä? Wo soll ich hingehen? Da lang? Keine Ahnung, wo ich hin muss. Hä? Was muss ich machen? Muss ich doch dahin? Nee, das geht ja nicht. Ich kann auch nirgends irgendwie rausgehen oder so. Keine Ahnung. Aber die Musik ist ziemlich nice. Hä? Ich hab keine Ahnung. Hä? Was ist das? Moment, kann ich mit denen irgendwie. Ach! Ich hätte das Foto nehmen sollen. Mein Gott. Oh mein Gott. So, jetzt ist es Nacht. Okay, es regnet. Hallo? Zeit zum Ausrücken, Sohn. Wähle deine Waffe mit Bedacht und möge jeder Schuss ins Ziel gehen. Der Herr allein weiß, wie viele Russen da draußen auf uns warten. Sei vorsichtig, Junge. Pass auf, dass mir keiner meiner Männer stirbt. Hörst du? Für heute Nacht erwarte ich noch eine Speziallieferung. Diesen feinen Bourbon würde ich ungern ganz allein trinken. Nicht an diesen gottverdammten Ort. Ich kann ja bloß die Shotgun nehmen, oder? Moment, wie kann ich nochmal Waffen aufnehmen? Okay. Okay, easy. Mit A ging das jetzt anscheinend irgendwie. Ja, dann nehme ich mal hier das da. Wir sind anscheinend irgendwie in Timbuktu oder so, keine Ahnung. Und müssen gegen irgendwelche Menschen kämpfen, keine Ahnung. Lol. Ich würde gern ihn hier fokussen. Hallo, kann ich bitte jetzt? Wie hält denn der aus? Ups. Oh lol, okay. GG. Oh lol. Hä? Hä? Ich kann die nicht aufheben. Okay, nice.
beziehungsweise eher nicht so nice, aber egal. So. Ja, ihr wisst, ich mag die Nahkampfwaffen viel lieber als die Schusswaffen. Aber ich glaube jetzt, also wir sind in China, okay? Aber gerade kurz gesehen die Flagge. Ich weiß es nicht. Lil. Das wollte ich jetzt gerade eigentlich nicht machen, aber egal. Easy. Kann ich auch get ammo, okay? Ammo? Hä? Get ammo? Get ammo? Ah, hier. I see. Easy. Okay, auf geht's weiter. Die Musik passt auch extrem gut. Die ist so ein bisschen sneaky, bisschen. Okay, die sehen mich hier nicht. Okay. Ups, das wollte ich eigentlich gerade nicht, aber egal. Komm her. So, jetzt kann ich. Oh, fuck. Okay, dann mach ich hier wieder die Dudes. Zack. Komm her. Fuck. ihn könnte ich jetzt ja nicht machen, aber egal. Fuck. Das war ein Fehler. Das war ein fucking. Nicht Fehler. Ups. Okay. So, kann ich eigentlich. So, ihn muss ich jetzt fokussen. Fuck it. Scheiße. Wieso? Das ist total Cancer mit der Steuerung hier. Ich komme nicht drauf klar, dass ich hier so schnell Waffen wechseln muss oder kann. Irgendwie, keine Ahnung. Fuck it. Two in a row. Ah, ich dachte, ich schaffe die schnell genug. What? Ah, da ist ein Fenster und Lel. Wenn ich ihn hier ganz schnell mache, dann. Da ist noch einer. Oh mein Gott. Ich bin so behindert. Behindert. Oh, den werde ich jetzt wechseln und dann auf. Wieder dieses Wechseln. Das ist so Cancer, dieses Wechseln. Okay, jetzt muss ich aber alle mit dem Messer hier töten. Sogar den Fetten hier muss ich. Ich musste mir die Munition für den Fetten aufheben. Was? Ich muss mir die Munition für den Fetten aufheben. Das ist ja. GG. Ups. Okay. Irgendwie ist gerade mein rechter Daumen irgendwie so ein bisschen eingerostet, weil ich halt schon lange nicht mehr mit Hotline Miami gespielt habe, wie ihr es vielleicht mitbekommen habt. So, aber das ist jetzt echt ein bisschen behindert, wie ich den hier mache. Ich glaube, ich lock den einfach mal her. Ist das retarded. Kommt her, habe ich gesagt. Ah, fuck it. Easy. Kommt her. Ich will die bloß anlocken. Easy. Komm her. Dann eben nicht. Wie du willst. Komm her. Dann. So, jetzt muss ich ihn hier machen. Ich habe von mir noch das keine mitbekommen. Habe ich noch Waffen? Fuck. Nee, ich meine Munition, natürlich. Komm her. Easy. So, ich muss wirklich für jede Stage muss ich quasi durchschauen, ob da jetzt ein Fetter dabei ist, weil sonst habe ich ja keine Munition mehr für den. Aber was ist denn das für ein Dschungel hier? Oh, die Shit. Oh Gott. Bis jetzt sieht es nicht so aus, als wäre hier irgendwo ein Fetter.
fuck, du sollst nicht nach unten gehen, du sollst auch mit. Gott. Ja, wir sind ja definitiv in China, wie man gerade gesehen hat. Ups. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein fucking Gott. Das ist voll easy mit dem Fenster hier. Da kann man die easy anlocken hier. Ganz easy kann man die hier anlocken. James hier. Ich bin fertig mit dem Unbekannten. Also mit den Unkrautjäten. Wie sieht's mit dem Hof aus? Hank hatte einen Engpass mit dem Benzin für die Rasenmäher. Wir sind an der Tankstelle 25. und 7. Komm rüber und wir fahren zusammen zurück. Okay. Also wir haben auf jeden Fall gerade Chinesen getötet. So jetzt sind wir schon. Warum? Weshalb? Warum? Auch immer? Keine Ahnung. Big and heavy. GG. Oh lol. Sieht aus, als hätten wir hier ein paar interessante Infos. Die sollten wir so schnell wie möglich dem Colonel zukommen lassen. Stellt sich nur die Frage, was wir mit den Gefangenen machen. Vielleicht sollten wir einfach Barnes sein Programm mit ihnen durchziehen lassen. Würde den Marsch zurück zum Camp bedeutend erleichtern. Okay. Offenbar sind wir jetzt berühmt. Ja, es sieht so aus, als hätten wir jetzt unsere 5 Minuten Ruhm. Ich würde sagen, es waren eher bloß 2. Verdammt, ich hab's nicht gesehen. Was hat er gesagt? Glaubst du, man kann beim Sender anrufen und nach einer Kopie fragen? Ich würde auch eine Stange Geld abdrücken dafür. Warum rufst du nicht gleich die Bullen an und zeigst dich an, wenn du schon dabei bist? Ja, wäre glaube ich keine so gute Idee. Bin mir sicher, die bringen irgendwann eh noch weitere Berichte über uns. Ich bin mir da nicht so sicher. Da müssen wir vorher wohl noch ein paar Leute kalt machen. Da hat er recht. Weiß nicht, was wir da jetzt machen sollen. Wir können ja nicht einfach wahllos Leute umnieten, oder doch? Ich glaube, ich habe eine Idee. Ich habe vor einigen Tagen bei ein paar Typen an der 168. Nordwest ein bisschen Gras gekauft. Hatten das Zeug in einem nahegelegenen Lagerschuppen gebunkert. Was haltet ihr davon, wenn wir ein wenig auf Drogenschatzsuche gehen? Vielleicht krebsen dort ja noch ein paar Arschlöcher mehr rum. Keine Ahnung. Oder habt ihr was Besseres vor? Hätte nichts dagegen, eine kleine Ausfahrt. Sehen wir uns das Ding an, Leute. Falls wir nichts finden, können wir immer noch eine Pizza einschieben. Wow, dieser Vergleich einfach. Bin ich jetzt der mit der Bärenmaske? Ich glaube schon. Okay. Zählte Szene. Into the pit. 2 Machine Guns. Okay, Chainsaw and Guns, das hatten wir schon. 2 Machine Guns klingt tatsächlich ziemlich cool. Killing Punches, ah. Komm, wir machen jetzt mal ein bisschen Rampage. Oh, wie geil. Leave or die. Alles klar. Oh lol, ich kann sogar den hier machen. Oh lol. Ich kann den. Oh mein Gott, wie gut. Aber was mache ich jetzt, wenn meine Munition leer ist? Lade ich einfach nach, okay. Level clear. Und das war's schon, oder wie?